Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was für ein geiler Tag, ey. Es ist Zeit für Irrsinn. Und zwar habt ihr diesmal die Folgen rausgesucht. Ich habe mal geguckt, welche Vorschläge auf PietSmiet.de eingereicht wurden, was realer Irrsinn angeht. Da haben wir unter anderem hier die nicht nutzbare Umgehungsstraße von Hering. Und noch zwei weitere. Die drei wurden eingereicht von Fallen Dreams 242, Müller, Denis und Christoph 2703. Also vielen lieben Dank für eure Vorschläge. Ich hoffe, wir hatten die noch nicht, weil sonst sollt ihr in der Hölle schmoren. Nein. Okay, gucken wir mal. Im Nordosten von Hessen liegt das idyllische Städtchen Hering. In Hessen? Aber etwas stört diese Idylle. Und zwar die vielen LKW. Die vor allem dieses Müllkraftwerk. Kennst du doch? Nee, also das Problem kenne ich, weil bei uns in Twisteen haben sie eine fette Kiesgrube bei uns in der Nähe hingesetzt und die LKWs müssen halt alle zur Autobahn oder woanders hin und die mussten alle durchs Dorf und dann haben sich die Anwohner beschwert und darauf bestanden, dass es eine Umgehungsstraße gibt. Dann haben sie eine Umgehungsstraße gebaut. Und dann haben die Kies-Leute gesagt, aber in Holland kriegen wir mehr Geld, also fahren wir doch nicht durch Deutschland, sondern fahren wir direkt nach Holland und die wird jetzt eigentlich gar nicht benutzt. Also, aber wir haben eine neue coole Umgehungsstraße. Okay. Die haben da einen eigen aufgeschütteten Berg, den Monte Cali. Also halt ernsthaft, die haben so einen riesigen Berg dort. Die haben cool. Direkt Google Maps gemacht, wir wissen, wie weit das weg ist. Monte Cali? Sehr schön. Ja. So, keine Ahnung, aus Kali. Also na, vielleicht hier von der Fabrik, Kaliumabbau. Kaliumfabrik. Ja, vielleicht sieht man das jetzt gleich noch. Ja. Mal gucken. Berg anfahren. Aber diese Idylle. Was ist das für ein Kraftwerk? Ja, warte. Und zwar die vielen LKW, die vor allem dieses Müllkraftwerk anfahren. Ja. Ah. Aber in Heringen hat man mitgedacht und eine Umgehung eingerichtet. Die Straße wurde ursprünglich gebaut, um den Lieferverkehr für das angrenzende Müllheizkraftwerk zu gewährleisten. Und das Beste, der Betreiber hat dafür ordentlich Geld locker gemacht. Deswegen heißt die Straße auch Kraftwerkstraße. Geil. Auf der seit drei Jahren allerdings noch kein einziger LKW gefahren ist. Sie ist zwar fertiggestellt, aber noch nicht freigegeben. Ich glaub, im Hintergrund sieht man den Monte Cali. Ja. Und warum nicht? Die Straße ist doch in einwandfreiem Zustand. Lol. Es gibt sogar einen schönen neuen Bahnübergang mit tollen Lichtsignalen und schicken Schranken. Das Gleis zum Rangieren ist nicht lang genug. Der Zug würde den Bahnübergang für ungefähr 15 Minuten blockieren und entsprechend würde sich dann die Landesstraße dann auch rückstauen. Ach so. Okay. Moment, ich predikte mal ganz kurz, bevor Sie es erklären, wenn die da mit Moment, der Zug rangiert? Der rangiert in dem Bahnhof, weil der muss wahrscheinlich in den Bahnhof irgendwie reinfahren oder so. Okay, nee, dann predige dich doch nicht. Rangierverkehr. Das heißt, jedes Mal, wenn die Güterzüge hin und her rollen, müssen die Bahnschranken geschlossen bleiben. Etwa 15 Minuten lang. Und das mehrmals am Tag? Da kann überhaupt gar kein Verkehr fließen. Wie dumm. Damit die LKW nicht mehr vor dem blockierten Bahnübergang warten müssen, soll dieses Rangiergleis verlängert werden. Das ist aber frühestens in drei Jahren soweit. Oh. Na gut, so ein Planungsfehler kann ja schon mal passieren. Wenigstens hat das alles kein Steuergeld gekostet. Oder? Der Kraftwerksbetreiber hatte zugesichert, 2 Millionen Euro zu übernehmen. Und alles, was drüber hinausgeht, das ist dann eben städtisch mit circa 1 Million jetzt. Oh. Ups. Okay. In Heringen wird also neben Müll auch sehr viel Geld verbrannt. Aber warum die Mehrkosten? Ich meine, die Straße hat deswegen ja nicht mehr gekostet. Wahrscheinlich, weil die Gleisarbeiten jetzt hinzukommen. Und ach, die Gleise müssen wir auch bezahlen dann, okay. Ja, die Bahn sagt ja auch nicht, ja klar, du, weil ihr dumm seid, bezahlen wir 1 Million Euro für Gleisarbeiten. Ergibt Sinn. Also, für den Schuh würde ich mir auch nicht anziehen. Also, Alter, das ist schon schwierig. Dann freust du dich schon als Anwohner. Geil, die Straße ist fertig. Endlich nicht mehr dieser LKW-Verkehr. Meine Kinder können wieder schön über den Bürgersteig gehen, ohne Angst zu haben. Und dann, doch nicht. Also die Umgehungsstraße, ich habe das jetzt verstanden. Also, die ist halt gar nicht. Also, die Umgehungsstraße geht quasi einmal durch die Ortschaft, also, ja, nee, das ist schwer zu erklären. Das ist wirklich schwer zu erklären. Die geht doch um die Ortschaft, oder nicht? Also, die müssen einmal die
Kraftwerkstraße ist halt einfach vor der Ortschaft quasi, wenn die von der anderen Seite kommen. Und jetzt müssen sie halt in die Ortschaft reinfahren, um quasi in das Kraftwerk zu kommen. Ja, also die müssen rein, statt jetzt, drumherum. Ja. Der Bahnhof sieht halt echt groß aus, Alter. Da sind so 8, 9, 10 Gleise oder sowas, Alter. Ja, das ist wahrscheinlich notwendig für so einen Riesenzug, oder? Ja, wenn da der Zug wahrscheinlich mit dem ganzen Müll ankommt, den die da verbrennen oder was auch immer die noch da haben. Der wegen ihrem Monte Carlo. Ja. Ja. Der Berg. Der ist die sind halt wirklich, der Leute, ist ein riesiges, weißes Ding. Ja, wirklich? Da oben drauf ist auch ein Kran und so. Das ja, als ob ich lügen würde. Das Ding ist vielleicht riesig. Ist das ja ein Müllberg. Nein, das ist ein Kaliberg. Nein, Osnabrücke wird auch ein Berg, oder? Der quasi durch Müll entstanden ist. Ja, okay. Heißt der Osnabrück? Ja. Den gibt es auch in Brandenburg. Hat sich sogar ein eigenes Bundesland ergeben raus. Okay. Genau, Vorpommern. Ihr wohnt da. Okay, als nächstes haben wir die vegane Kreuzfahrt. Okay, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Diese Menschen sind Veganer. Sie verzichten auf jegliche tierische Produkte, auch im Urlaub, aus gutem Grund. Das Ganze drumherum mit dem Tierleid und dieser ganze Rattenschwanz, der dann folgt mit der Umwelt. First time for the environment. I think if we're going to have a sustainable future, we need to make the food system part of the conversation. Nachhaltigkeit und deswegen fahren wir Schiff. Wo könnte man das besser leben als auf einem Kreuzfahrtschiff? Ja, Moment, aber das widerspricht sich meiner Meinung nach nicht direkt. Wenn du gegen Tierwohl bist oder dafür bist, dass du halt die Gedanken hat doch gesagt, machen. Für die Umwelt. Ja, ja, also genau. Aber die Umwelt, also ich meine nur, also ich finde das halt tatsächlich immer scheiße, wenn ein Veganer sagt, ja, ich mache das für die Umwelt, verzichte ich auf Tierfleisch und mache dann trotzdem irgendwas, was CO2 verbraucht, dass man dem direkt irgendwie als Hypocrite abstempelt. Und ich denke mir so, nee, der tut halt in einem anderen Bereich halt etwas zusätzlich. Das heißt nicht, dass er sein ganzes Leben umstellen muss. Eine Kreuzfahrt ohne Fleisch ist immer noch besser als eine Kreuzfahrt mit Fleisch. Das ist richtig. Das ist besser als nix. Das ist richtig. Okay. Meist von Kiel zur ersten veganen Hochseekreuzfahrt aus Deutschland aufgebrochen. An Bord gab es nur tierfreies Essen auf dem Weg einmal quer durch die Ostsee. Pass auf. Die Reise führte über Danzig, Riga und Tallinn nach St. Petersburg und von dort über Helsinki und Stockholm wieder zurück nach Kiel. Wunderschön. Das war eine wunderschöne Fahrt und wir haben das sehr genossen, mit so viel Veganen zu fahren. Ja, war großartig. Richtig toll. We wanted to join other vegans on this cruise and have a wonderful time on the Baltic, so we had an amazing time. Ja, amazing. Veganes Leben ist Klimaschutz, auch auf hoher See. Wenn man sich überlegt, wie viel CO2 spare ich ein, weil ich mich vegan ernähre und wie viel CO2 verursache genau um ich aber mit einer Kreuzfahrt, dann ist dann ein erhebliches Missverhältnis. Ja, aber dann finde ich es trotzdem nicht richtig. Weil ja, du musst aber trotzdem gegenrechnen. Also klar, der Fleischaspekt ist halt ein Punkt und wenn du das Tierwohl schützen möchtest, kannst du das auch machen. Aber wenn du zusätzlich sagst, boah, aber die Umwelt- und CO2-Belastung bei den Tieren, aber dann, ich glaube, Schifffahrt ist doch das, wo du pro Kopf am meisten Schmutz in die Welt setzt, vor allem ja, beim alten Kahn. Das mag sein, aber ich finde halt nicht, weil normale Menschen machen auch eine Kreuzfahrt und die verbrauchen halt CO2 plus das Fleisch und die verbrauchen halt CO2 für die Kreuzfahrt. Aber man sollte minus halt gar keine Kreuzfahrt machen. Vielleicht. Ja, okay, du kannst natürlich argumentieren, dass man keinen. Beitrag, aber erzähl du es. Ja, aber nur weil du halt jetzt vegan bist, heißt das ja nicht, dass du auch nicht, zum Beispiel, du solltest auch eh nicht fliegen, aber nur weil ein Veganer fliegt, ist der nicht irgendwie, wie gesagt, Hypocrite, sondern der ist halt. Der verzichtet halt trotzdem auf Fleisch und möchte da halt drauf achten, aber manchmal machst du es halt trotzdem. Das ist richtig, aber ich glaube, der Beitrag möchte ein bisschen darauf hinweisen, weil vielleicht der ein oder andere, der damit fährt, es nicht weiß, dass Schiffe halt so Umweltschleudern sind. Die vielleicht wissen die das ja auch gar nicht. Weil sie denken sich, boah, vegan, mega nice, da schütze ich die Tiere, die Umwelt mit. Das wissen aber gar nicht, dass Schiffe halt voll die Dreckschleudern sind und das wollen die einfach nur. Absolut, aber dann, die haben gerade keinen aufklärenden Faktor, sondern die ziehen das schon ins Lächerliche, dass das Veganer sind.
Ist ja auch lächerlich, wenn man halt sagt, man macht das für die Umwelt, dann sollte man halt auch nicht dann in die pestdickste Schleuder gehen der Welt. Ja, ich verstehe dein Argument, aber es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Ich kann nicht das machen und dann das machen. To disagree, auf jeden Fall agree to disagree. Nur weil du Veganer bist, heißt das nicht, dass dein ganzes Leben auf CO2-neutral umstellen musst. Das ist absolut richtig. Du sparst halt dann in einem Bereich und dann ist dann halt dein Beitrag, den du leistest. Ich wähle nicht die AfD und gehe dann Steine werfen auf irgendeiner linken Demo. Ja, aber das ist nicht dasselbe, Jonathan. Nur weil du dich vegan ernährst, heißt das nicht, dass du CO2-frei lebst, auch wenn du für den Klimaschutz bist. Selbst auch für den Klimaschutz achtet halt auf eine Solaranlage und so Geschichten, ja. Und trotz alledem verbraucht der CO2. Ja. Damit ist ja kein Hypocrite. Dinge, die nicht gut für die Umwelt sind. Ja. Das ist richtig. Das mag sein. Trotzdem sollte man das nicht tun. Ja, vielleicht auch. Generell sollte man das natürlich nicht tun. Das stimmt, aber das ist unabhängig davon, ob du vegan bist oder nicht. Ich frage mich, wie viel die dem Umweltschutz schaden durch diese Kreuzfahrt und wie viele Menschen dafür ihr ganzes Leben lang Fleisch essen könnten. Ja, ich glaube, das rechnet er genau jetzt durch. Zumindest hat er so angefangen. Würde mich mal interessieren. Eine Kreuzfahrt ist und bleibt per se sozusagen nicht klimafreundlich. Sie wird auch niemals umweltfreundlich sein. Aber das ist doch zweitrangig, was das Schiff so an Schadstoffen rausbläst. Wichtig ist, was an Bord vom Veranstalter Vegan Travel alles für die Umwelt getan wird. Wir versuchen eben, auch wenn das für viele wiederum wie ein Widerspruch klingt, so nachhaltig wie möglich zu sein, indem wir eben mit Biokosmetik an Bord arbeiten. Unsere Shirts, die wir verkaufen hier, sind aus Biobaumwolle. Der Ruf des Unternehmens hat sich international herumgesprochen. Von überall her kommen die Menschen. Toronto, Canada. Die Kindermann-Familie aus Argentinien. Atlanta, Georgia. Das ja, dann sind ja alles doch mal ganz schön lange Wege. A long way, but totally worth it. Totally, and it's so öko. Aus Übersee das nach ist halt Hamburg super fliegen, unnötig. Mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Ostsee zu schippern. Dass die Leute eben teilweise über sehr weite Strecken mit dem Flugzeug anreisen, dann ist natürlich die CO2-Bilanz komplett verhagelt. Ach, so oft macht man das ja auch nicht, so eine Kreuzfahrt. Zumindest nicht als Veganer. Ich bin vegan for 5 years. This is the 10th cruise that we've been on with the same company, Vegan Travel. This is great. This is the future. Genau. Kreuzfahrt for future. Das geht auch nicht nur freitags. Okay. Also, yeah, okay, also ich verstehe, halt warum es nahe liegt, darüber zu lachen. Bram, ich verstehe auch deinen Punkt. Kannst du Stopp nochmal drücken? Das stoppt bei mir nicht. Bei mir ist Stopp. Bei mir ist auch nicht Stopp. Und ich kann auch nicht stoppen. Ja, ich kann gar nichts machen. Nice, danke. Jetzt klappt's. Okay. Also das ist halt schon, man verarscht sich irgendwo selber. Also ich kann euch eben kurz eine Hochrechnung geben. Ein Jahr vegan leben ist eine Kreuzfahrt. Eine Woche. Ach, ungefähr. Guck mal. Ne, ich habe es mal nachgeguckt. Ja dann, das ist ja dann sogar relativ viel. Ungefähr 2 Tonnen CO2 machen 2 Personen auf einer Kreuzfahrt. Und 2 Tonnen sparst du pro Jahr, wenn du dich vegan ernährst. Na, guck mal. Ich lebe jetzt schon 33 Jahre nicht vegan. Da können die aber dann theoretisch schon sich ein paar Kreuzfahrten für gönnen. Ja. Ja. Also ich dachte tatsächlich, dass das krasser wäre. Das heißt, da ich keine Kreuzfahrt bislang gemacht habe, kann ich dann erstmal schön weiter Fleisch fressen jeden Tag. Naja, besser wäre er natürlich immer weniger, aber das ist schon, ich dachte tatsächlich, eine Kreuzfahrt wäre schlimmer als also ein es geht Jahr davon vegan. Aus, dass das Schiff auch voll ist, ne? Dass das nicht ja, jetzt nur halb belegt ist und so, ne? Ich finde halt an dem Beitrag nur schwierig, dass da auf den Veganern rumgeklopft wird, weil ich denke mir, so eine Kreuzfahrt und die lange Reisedistanz ist generell schwierig, da müssen wir nicht drüber reden. Aber nur weil die halt quasi eine Kreuzfahrt auch machen wollen, finde ich das halt irgendwie doof zu sagen, okay, nur weil die sagen, ich bin für den Klimaschutz, aber dann halt was machen, was da nicht für ist, dann wird denen das, dann lacht man über die, obwohl die ja immer noch besser leben als man selbst. Du kriegst ja keinen Freifahrtschein, nur weil du halt Veganer bist. Um halt nee. Alles ja, aber du Mögliche kriegst auch keinen Freifahrtschein auf Veganer rumzuhacken, nur weil die irgendwas also falsch ich mach machen. Halt, ich mach halt nicht, aber ja, aber ich reise nicht von Argentinien aus an nach zur Ostsee, um da eine Woche zu fahren nee, mit dem aber Schiff machen im auch Kreis genug und Menschen, dann halt wieder zurückzufliegen aber nach Argentinien. Machen auch genug Menschen, die nicht Veganer sind, exakt das Gleiche. Und das heißt, genau. In dem Vergleich sind die immer noch die Besseren. Okay, aber solange wir das nicht machen, dürfen wir lachen? Nee,
Weil du fliegst halt auch schon mal unnötigerweise. Okay, gut, aber Kreuzfahrt ist schon schlimmer. Du ernährst dich fleischlich. Ja, gut. Kreuzfahrt ist auch schon schlimm. Ich finde das halt, schwierig, weil einer halt in einem Bereich schützen möchte, dann immer davon auszugehen, dass der in allen Bereichen schützen möchte. Nee, das verstehe ich auch. Aber ich finde, ich würde gerne über alles lachen. Ich finde Veganer cool, aber Kreuzfahrten sind so Oberschmutz. Ja, das auf jeden Fall. Gemacht und das war einfach. Und das ist auch unnötig. Ach, Sepp hat schon eine gemacht. Schlimmer als ich. Ja, wir noch keine auf der Welt. Naja, wir sind schon mit dem Boot nach Norwegen gefahren. Anti-Kreuzfahrt bin ich. Ja, das war eine, wie heißt das? Das war ja eine Überfahrt, die notwendig war. Das ist auch nicht wie unsere Fährenreise. Das ist Die Fähre, das war ja eine Fähre. Da war keine Kreuzfahrt. Nee, eine Kreuzfahrt ist einfach das Unnötigste, was es gibt auf der Welt. Fähre bringt dich ja von Ufer A nach Ufer B. Eine Kreuzfahrt fährt im Kreis. Ja, gut, gibt auch noch. Aber so reisetechnisch, da gehe ich lieber zelten, campen, Wild-Survival-mäßig machen, als eine Kreuzfahrt zu. Du könntest ja zelten, indem du mit einer Kreuzfahrt von A nach B fährst. Ja, auf dem Deck. Auf dem Deck. Mega geil. Ja. Und dabei vegan leben. Alter, das sollte mir vorstellen. Nee, wenn dann schon Fleisch. Oh, jetzt geht's hier ab mit der Bohrerei. Aber vielleicht ist ja der dritte Beitrag Fickt euch etwas, wo wir uns einig sind, dass das lustig ist. Justitias knifflige Fälle. Universität Köln. Hi. Studenten des AStA haben Anzeige wegen Beleidigung gestellt. Was bisher geschah? Nachdem Studierende uns gemeldet hatten, dass an unserer Uni Bauarbeiter mit rechtsradikaler Kleidung wie Thorsteiner und Lanzer herumliefen, Scheiße. Haben wir in einem Facebook-Post darüber informiert, dass wir das nicht in Ordnung finden und dass für uns eine weltoffene Uni anders aussieht. Und daraufhin ging relativ schnell ein Shitstorm los mit ganz vielen Hasskommentaren. Ein Herr aus Gera schrieb zum Beispiel... Also sind die Sachen verboten? Nein, aber sie werden typischerweise einer bestimmten Gruppe... Ja, logisch, mir schon klar. Nur die Frage war halt, dürfen die tragen oder ja, dürfen die halt nicht... Tragen. Ja, keine Ahnung, ob man die tragen Jonathan, darf. Das ist so wie Lonesdale, war nicht Lonesdale damals zu unserer Jugend auch so eine Kleidungsmarke, die... Ja, okay, aber Lanza ist doch eine... Also ist ja eine bekannt rechtsextreme Band und ich weiß halt nicht, ob da die Lieder verboten sind. Ich kenne mich da in den Milieu nicht aus. Kannst, trotzdem ich glaube, du kannst einzelne Lieder potenziell verbieten, wenn die gegen bestimmte Regeln verstoßen, aber so ein T-Shirt beispielsweise zeigt ja in keinster Weise verbotene Symbole. Außer es hat ein Hakenkreuz halt. Ne? Genau. Vielleicht sind ja die trotzdem verfassungswidrig oder sowas. Was weiß denn ich? Nee, ich glaube, du kannst selbst ein T-Shirt tragen, wo das Gesicht von Goebbels drauf ist. Ja. Okay. Aber also so weit ist unsere Freiheit, glaube ich, noch geschützt. Aber wenn du ein Hakenkreuz draufpackst, dann ist es wieder problematisch. Ja. Okay. Einer und Lanza herumliefen, haben wir in einem Facebook-Post darüber informiert, dass wir das nicht in Ordnung finden und dass für uns eine weltoffene Uni anders aussieht. Und daraufhin ging relativ schnell ein Shitstorm los mit ganz vielen Hasskommentaren. Ein Herr aus Gera ja, schrieb zum unterwegs. Beispiel... Da sage ich doch glatt mal, fickt euch und beschmeiße euch mit bösen, bösen Symbolen. 88, haha. Der Asta hat Anzeige erstattet. Ja, okay, das heißt, dann hast du direkt dann quasi den braunen Mob, den du dann quasi aufwiegelst gegen dich. Natürlich. Die siffigen Leute kommen dann und wollen dich da platt machen. Sobald du irgendwas in die Richtung sagst, hast du die halt automatisch. Die Staatsanwaltschaft Gera hat sich eingehend mit dem Fickt-euch-Fall beschäftigt. Wir haben dann auch Post von der Staatsanwaltschaft aus Gera bekommen und es waren 3 Seiten und nachdem ich die fertig gelesen habe, habe ich erstmal 5 Minuten gar nichts mehr gesagt, weil ich gedacht habe, hier veräppelt mich gerade einer. Auf 3 Seiten hat die Staatsanwaltschaft Gera genau analysiert, was für eine Bedeutung die Worte fickt euch haben können. Zitat Staatsanwaltschaft Gera, vorgetragen von Studenten. Obschon das Wort ficken heutzutage weitenteils rein geschlechtlich konnotiert ist, ist auch eine Verwendung im eigentlichen Wortsinne, nämlich als Bezeichnung für ein schnelles Bewegen, für ein Reiben oder ein Schleifen durchaus noch üblich. Weiter erläutert die Staatsanwaltschaft. So wird das Verb ficken insbesondere in der Jugend- und in der Soldatensprache noch heute als Bezeichnung für einen besonders harten Drill verwendet. Klammer auf, der Unteroffizier hat uns heute wieder gefickt. Klammer zu. Außerdem hat der Staatsanwalt entdeckt,
im Ostdeutschen ist zudem noch die Verwendung des Adjektivs fickrig für einen ungeduldigen, zappeligen Menschen geläufig. Wenn ich jetzt zum nächstbesten Polizisten ginge und sagen würde, fick dich, der würde das mit Sicherheit auch als Beleidigung sehen. Auch der Ausruf fick dich oder fickt euch wird nicht zwingend geschlechtsbezogen verstanden. Ihm kommt vielmehr der Sinn, mach doch, was du willst oder lass mich in Ruhe zu. Deshalb stellt der Staatsanwalt abschließend fest, die Wendung fickt euch ist auch nicht deshalb ehrverletzend. In diesem Sinne könnte man natürlich sagen, liebe Staatsanwaltschaft Gera. Was? Wie geil ist das denn? Kennt das Carbon erwartet. Ich dachte, das eskaliert jetzt mit den Rechtsextremen, aber hey. Das ist halt, ja, das gibt bei Lage der Nation, sagt auch mal gerne solche, hat vor ein paar Monaten auch immer mal irgendwelche so richtige rechtsextreme Milieus dort rausgeholt. Ja, ob das halt Staatsanwälte sind oder ob das halt Polizisten sind und so weiter. Also das ist halt schon teilweise echt ein bisschen durchseucht bei uns. Das ist teilweise problematisch. Und wenn ja, ich irgendwo das, also, müssen die ja sitzen. Also, das ist ja offensichtlich, also wie, ja, das ist aber trotzdem da. Offensichtlich eine Beleidigung. Also, hä? Ja, ist schon interessant, wie viel Zeit da rein investiert wurde, da raus zu klamüsern, das fick dich doch was anderes bedeuten kann. Ich glaube, der Staatsanwalt, der hatte da schon eine Absicht hinter und nicht ich einfach nur. Also, er saß da mit seinem Steiner-T-Shirt, weißt du, während er den Bericht so geschrieben hat. Das ist halt krass. Broskis nach Köln, ja. Ach. Okay. Das ist halt krass. Dumm, ey. Ja, das ist ja. Okay, vielen Dank für diese Vorschläge, liebe Community. Das war mal sehr wieder gut. Realer Irrsinn. Und ja, danke auch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.